Hallo liebe Freunde des Films, alles frisch bei euch, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und es geht weiter mit einem ganz frischen Video auf meinem Kanal, nämlich einem Unboxing. Und unboxed wird die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Ja, langer Name, geiles Produkt. Was da drin ist und was mein erster Eindruck dazu ist, das erfahrt ihr in dem folgenden Video. Also dranbleiben lohnt sich. Hallo alle zusammen, die sich dieses Video ansehen. Das hier ist die Blackmagic Pocket Cinema Camera. Wobei, genau genommen ist das nur die Webseite von dem Hersteller, wo die wirkliche Kamera ist. Ja, das ist ein bisschen tiefer hier auf diesem Schreibtisch. Und ich bin sehr gespannt, sie jetzt mit euch zusammen auszupacken. Ein Review, ein ausführliches dazu, wird es auch noch geben. Aber jetzt geht es erstmal um die grundlegenden Spezifikationen, warum diese Kamera so besonders ist und warum ich meine Entscheidung dafür getroffen habe. Fangen wir mal an, sie auszupacken. Wir haben hier den Karton auf der Vorderseite bzw. obendrauf. Einmal das Design der Kamera, schön in Szene gesetzt von Blackmagic Design, inklusive DaVinci Resolve Studio Version in einem Gegenwert von 400 Euro. Kann RAW-Aufnahmen machen im eigenen Blackmagic Format, welche sich am besten mit der Studio-Software verarbeiten lassen. Ebenso kann es im Apple ProRes aufnehmen. Unterstützt CFast-Karten, SSD-Karten der Speicherklasse 2 sowie USB-C-Festplatten, wie wir sie da oben liegen haben, nämlich die damit kompatible T7 Shield. Ja, auf der Vorderseite quasi noch mal einmal ein paar Impressionen. Die Kamera ist ausgestattet mit einem Micro Four Third Sensor. Kann deswegen auch benutzt werden mit den Objektiven, die ich bereits habe. Auf der Unterseite nichts. Auf der linken Seite einmal nochmal Informationen, dass man verschiedene Anschlüsse hat mit Multifunktionsanschlüssen, dass man professionelles Audio hat, was die Stereo-Lautsprecher auf der Vorderseite angeht und die vorhin angesprochenen USB-C-Festplatten, die man anschließen kann. Auf der Rückseite dann auch nochmal diverse Informationen, alles hier auf Englisch gehalten. Portables Design, ja, da muss man dazu sagen, früher war die Pocket Cinema Camera Reihe definitiv deutlich kompakter gewesen als jetzt. Dann haben wir auf der anderen Seite den Sensor, wie gesagt, ein 4K Micro Four Third Sensor, 13 Stops Dynamikumfang und ISO 25.600, das kennt man normalerweise von den Sensoren von Sony Alpha Kameras. Was besonders daran ist, ist der native Dual ISO. Das heißt, das System ist abgestimmt auf zwei ISO-Werte, die nämlich sind 400 und 3200, was sie sehr gut performen lässt im Lowlight-Bereich. Und professionelle Media heißt, man kann mit eigentlich allem möglichen arbeiten, was halt in der professionellen Studio und Filmproduktion genutzt wird. Hier nochmal ein paar kleine Informationen: 5 Zoll LCD-Display, das innovative Blackmagic OS. Ich bin gespannt, welche Version drauf ist, denn es gibt jetzt seit November gibt es bereits das Blackmagic OS 7.9, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und Multifunktionscontrol, was bedeutet, dass man auf die verschiedenen Knöpfe auch verschiedene Funktionen legen kann. So, aber genug geredet. Wir fangen an. Einmal einen Schnitt. Ups, hier hinten. Wow, das ist ein starkes Papier. Oder das Messer ist mittlerweile schon relativ stumpf. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen durch. Da wäre die Oberseite offen. Ich denke mal, das Messer an sich können wir jetzt erstmal weglegen. Und wir machen die Kamera auf. Die Verpackung können wir uns geflissentlich von verabschieden. Und ich bin ja großer Fan von Verpackungen und werde diese auch eigentlich immer aufheben. Deswegen versuche ich immer, die Ecken nicht zu beschädigen. Ups, da bin ich ans Stativ gekommen. Und klacke die deswegen immer mit dem Messer hoch. Das ist meiner Meinung nach eigentlich immer die beste Methode, diese zu öffnen. Ich denke mal, wir drehen es jetzt am besten, damit man direkt den Blick reinbekommt. Und
Da, 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 da. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal ein Welcome to Black Magic Design. Einmal so ein kleines Kärtchen, wo man dann sich die verschiedenen Lernvideos und sowas ansehen kann. Und wie ich heute gelesen habe, Black Magic Design fängt jetzt auch an für unsere deutschen Zuschauer, die Willkommensvideos auch auf Deutsch zu machen. Sehr guter Schritt. Dann, das kennt man ja eigentlich nur von Apple, Black Magic Design Aufkleber. Ja, nette Spielerei. Wusste ich nicht, dass er mit drin ist, aber ja, werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Dann hier ist noch eine Besonderheit von dieser Kamera oder wie gesagt von allen Kameras der von Blackmagic Design. DaVinci Resolve Studio 18, die neueste Version, kompatibel auf allen Geräten und ja, eine Vollversion davon. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier eine Lithium-Ionen-Batterie des Typs LPE6, normaler Canon-Akku. 2000 mA und 7,4 Volt. Ziemlich Standard. Ja, muss man mal gucken, wie lange sich das in der Praxis hält, wie lange man damit aufnehmen kann. Dann unser Aufladegerät. Sehr professionell, muss man sagen. Ich glaube, man kann damit auch die Kamera über Netzteil bedienen, was natürlich mega praktisch ist, dass man nicht immer Akkus benutzen muss, wenn man zum Beispiel im heimischen Bereich filmt. Kabel scheint relativ lang zu sein, ich würde sagen entweder 2 oder 3 Meter, auf jeden Fall ausreichend lang, sehr schön gemacht. Und was haben wir hier oben? Ja, wie man es sich nicht anders hätte denken können, die Anschlüsse smart gemacht, so kann man ein Paket überall auf der Welt verkaufen, man hat die Anschlüsse für alle Bereiche, Europa, Asien, USA und Südamerika oder was das ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den hier nehme ich mir schon mal raus, unseren europäischen Anschluss. Der Rest kann dann direkt wieder hier rein verlagert werden und bleibt dann da drin. Ja, sollte hier relativ einfach gehen. Hier ist der Anschluss, hier geht's runter. Zack, drin, fertig. Perfekt, das ging einfach. So, aber jetzt kommt das gute Stück. Vielleicht mache ich über CGI, über Soundeffekte jetzt noch einen Trommelwirbel rein. Tada! Ja, da ist sie. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich hier diesen schwarzen Untergrund habe. Ich dachte eigentlich, dass es eine ziemlich coole Idee ist, mir einen schwarzen Schreibtisch zu holen. Aber, naja. Man sieht, für Unboxings wäre was Helles natürlich deutlich schöner. Vor allem, da die meisten Sachen in schwarz gehalten sind. Und, ja, das erste Hands-on. Es fühlt sich extrem wertig an. Also es fühlt sich wirklich mega cool an. Wir haben hier die Kamera von vorne. Sehr schlichtes Design, sehr fokussiertes Design. Der Sensor, sehr schön. Ja. Release-Klappe für die Bajonettverschlüsse. Die Stereo-Mikrofone. Und oben ein Dreiviertelschraubenadapter. Was ich sehr interessant finde, damit man nicht auf einen Kaltschuh angewiesen ist, hat man hier oben einen Dreiviertel-Adapter, wo man sich dann zum Beispiel selbst einen Kaltschuh dran schrauben kann. Hier die verschiedenen Einstellungen, ISO, Shutter, Weißabgleich, ja, macht ein bisschen mehr Sinn, wenn man das so liest. Kamera ein-aus, Funktionstasten, die frei belegbar sind und hier hinten der große Display. Blendeneinstellung, Fokuseinstellung, High Frame Rate Einstellung. Oh, da macht gerade die Kamera ein bisschen Macken, mit der ich aufnehme. High Frame Rate Einstellung, was dafür ist, dass man während des Films, so wie ich das verstanden habe, auf High Frame Rate umstellen kann, was dann wahlweise wohl 50 oder 60 Bilder ist. Vergrößerungsmodus bzw. Analysemodus, dass man gucken kann, wie die Farben gerade in dem Bild sind, so Zebramuster und Falschfarben. Menü und Play. Dann haben wir hier auf der Seite die Anschlüsse, Mikrofon, Kopfhörer, HDMI, der 12-Volt Anschluss für den Stromanschluss, Audioeingang und USB. Wir können einmal drunter. Sitzen sehr fest, aber auch sehr sicher. Dann hier ganz normale 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Jetzt das Coole, ein vollwertiger HDMI-Anschluss.
und nicht wie hier bei diesem Kabel diese Mini-HDMI auf HDMI, die leider immer sehr schnell dazu neigen, kaputt zu gehen. Und hier unten noch ein Mini-XLR-Eingang, 12 Volt Stromeingang und USB-C 3.1. Ja, das auf der Seite. Das Display selbst ist nicht neigbar, nicht schwenkbar, ist ganz klassisch hier so auf der Rückseite. Ist natürlich so einer der Abstriche, die man macht im Gegensatz zu den etwas größeren Modellen. Ich finde das persönlich nicht schlimm, weil ich sowieso einen, weil ich sowieso einen Field-Monitor dazu benutzen werde. Deswegen ist das meiner Meinung nach kein Kriterium, weil das Display an sich super toll sein soll. Ich bin sehr gespannt, das auszuprobieren. Und ja, Slot für die Batterien. Komm hier rein. Ja, und hier ist noch der Slot für die Speicherkarten, für SD-Karten und CFast 2-Karten. Muss man mal gucken, was sich da am besten bewährt. Ich werde jetzt erstmal über die externe Festplatte aufnehmen, weil ich denke, auch wenn es natürlich die klobigste Lösung ist, ist es auch eine der sichersten Lösungen, gerade weil man auch schnell übertragen kann, einfach über USB 3.0, hat man alles aus einer Hand. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal anfangen, diese Kamera zu testen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß und eine produktive Zeit. Alles Gute!